herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Wir sitzen gerade im Hotel und frühstücken. Wir sind im Elan Hotel zurzeit und habe heute Nacht auch sehr gut geschlafen. Noch schön Stranger Things Abend geguckt, da die ja gestern am Donnerstag rauskam. Und ja, jetzt frühstücken wir erstmal und ja, jetzt geht's auch los mit dem Vlog, würde ich mal sagen. Seit über einer Stunde sind wir unterwegs auf der A3. Das Wetter ist etwas bedeckt, trotzdem über 20 Grad. Wird schon noch werden, denke ich mal. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, wir sind in Limburg heute Morgen natürlich gestartet auf der A3. Vorbei schon an Frankfurt. Und ja, Frankfurt ist ja auch bekannt für den größten deutschen Flughafen. Und das konnten wir von der Autobahn auch wirklich erleben, was da los ist. Wir kennen ja nur unseren kleinen Bremer Flughafen. Und da hebt so jede Stunde mal eine Maschine ab. Ja, wenn überhaupt. Von der Autobahn. Die ganzen Flugzeuge kamen die ganze Zeit im Sekundentakt fast auf uns zugeflogen. Und teilweise waren da irgendwie vier Maschinen im Himmel zu sehen. Das war echt beeindruckend. Und ja, wir warten jetzt, dass wir endlich Bayern erreichen. Die Landesgrenze müsste eigentlich ganz nah sein. Und wir haben uns als heutigen Zielpunkt auf dem Navi erstmal Bamberg eingestellt. Wollen wir aber schon mal hin. Vielleicht klappt es ja heute mal. Nachdem ich nun bis kurz vor Bamberg gefahren bin, haben wir nur einen kleinen Fahrerwechsel gemacht. Muss ja auch mal sein. Kann ich auch mal ein bisschen rausgucken und die Fahrt genießen. Und jetzt fährt nämlich John. Simone fährt jetzt. Ja, und wir haben nämlich jetzt unser Ziel geändert. In Bamberg haben wir irgendwie mit unserer App kein passendes Hotel gefunden. Jetzt fahren wir ein bisschen weiter, 20 Kilometer bis nach Nürnberg. Da haben wir auch schon was gebucht. Mitten im Zentrum angeblich, Bewertung sehr gut. Wir zeigen es euch dann bei Johns alltäglicher Roomtour. So, los geht's mit der Roomtour. So, ich gehe auch gerade zum ersten Mal rein und so. Wie immer erstmal Licht anmachen und dann fangen wir mit dem Badezimmer an. So, wie immer Waschbecken, Badewanne, Toilette und ja, das wird es immer so gewesen, ist aber, man braucht ja auch nicht mehr. Dann, was haben wir hier noch? Bett für meine Eltern und die Kekse sind für mich. So, und ich glaube, das ist dein Bett, junger Mann. Wirklich? Ja, es geht nämlich noch weiter, wenn man da lang geht. Das ist dein Bett. John macht die Roomtour hier, ja? So, ja, genau. Aber nicht die Bettenverteilung. Hier ist ein Fernseher, wo eine Steckdose halt ist. Ich möchte auch noch Stranger Things weitergucken. Haben wir hier irgendeine mysteriöse Tür, die nicht aufgeht, okay. Stühle, Tisch und so. Und dann geht's weiter. Hier sind Schuhe, keine Ahnung. Und hier sind noch mehr Kekse für mich. Und was steht da? Herzlich willkommen. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. Ist unwichtig jetzt erstmal, weil wir noch nicht Nacht haben. Und noch ein Keks.
Und ja, ich glaube, das war's. Und du hast noch eine Sache vergessen. Wir haben sogar einen Balkon. Soll ich den mal zeigen, den Balkon? Ich weiß nicht, ob man den betreten kann. Aber sowas sehe ich ja immer sofort. Ja, super. Hier mein Balkon. Ja, schön. Gucken wir in den Innenhof vom Hotel. Da kann man draußen auch noch sitzen. Sehr schön. Und ich habe 4 Kekse. Und schon sind wir in Nürnberg unterwegs. Was kenne ich von Nürnberg? Christkindlesmarkt und irgendwelche Lebkuchen. Kennst du noch mehr? Fußballverein. Was ist noch typisch Nürnberg? Was gibt's hier noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier so eine Burg. Wie heißt die Burg? Du hast die Karte. Haben wir schon weggetan. Na gut. Nürnberger Burg nennen wir sie jetzt einfach mal. Auf jeden Fall haben wir erstmal großen Durst und Hunger und suchen erstmal ein Restaurant. Ich gehe jetzt erstmal hier schön geschichtsträchtig. Oh, super. Nicht weit vom Hotel, das ist super gelegen und ja, dann auch noch so ein großes Hotelzimmer. Also wir sind ein bisschen... Ich muss mal eben unterbrechen, ich habe Durst. Ja, ich habe auch Durst. Wir probieren jetzt gerade mal ein neues Bier, ein Spalter, was auch immer das ist. Ich denke mal, das ist regional hier, werde ich gleich nochmal gucken. Und ja, zu essen haben wir uns auch gleich typisch bayerisch bestellt, zeigen wir gleich. So, bevor es gleich wieder Ärger gibt und Kommentare, Simone hat eben gesagt, wir haben uns was Bayerisches bestellt. Das stimmt sicherlich, in Simones Fall. Ja, ich habe Schupfnudeln bestellt. In meinem Fall ist es wohl was Fränkisches, nämlich das Schäuferle. Hier ist es. Und Johnny, was hast du bestellt? Eine Cola. Und was zu essen? Ach, nicht. Warum nicht? Naja, weil ich mir gleich noch beim Mc's vielleicht ein Menü holen werde, damit ich noch Hunger habe. Aber nee, Stefan wollte ja unbedingt hier essen gehen und ja, dann halt nach dem Essen. Ja, wir hatten aber schon jetzt 2-mal Burger King hintereinander an den letzten beiden Tagen. Jetzt wollten wir auch mal im Restaurant was Leckeres essen. Ja, also 2-mal Burger King war mir auch zu viel, dann brauche ich auch einmal McDonald's jetzt. Sind wir hier noch voller Energie runter in das Stadtzentrum gelatscht. Und wir wussten, dass es beschwerlich ist, wieder hochzulaufen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist mittlerweile viel wärmer geworden. Und es ist absolut schlechte Launezeit, würde ich mal sagen. Noch nicht so ganz, aber da wir niemand sind, die sich hier so Kultursachen angucken oder ins Museum gehen, ist das für uns hier nichts. Und außerdem sind hier auch Touristenscharen ohne Ende. Das stimmt. Also die Altstadt wollte ich schon mal gerne sehen. Das haben wir gemacht. Haben wir das gemacht. War sehr schön, muss ich sagen. Aber völlig überlaufen. Und ich weiß, wir sind auch Touristen, zählen auch dazu. Ja. Aber zu viel heute. Einfach nur noch ausruhen. Wir haben ja Urlaub. Wir finden noch was. Vielleicht hier in der Nähe von der Burg. Thank you.
trinken. Fang mal an, was darf sein? Wir haben schon bestellt. Zu spät. Ja. Bist du schön? Ja, du hast noch die ganze... Sorry, dann ist es untergegangen jetzt. Ach, machen wir nochmal. 2x05 Scheiern. 2x Scheiern, jawohl. Und andere war was halt Johannisbeerschale. Mhm. Genau. Zum Essen war es bei euch noch was? Nee, erstmal Scheiße. Alles klar. Das wird dir richtig gut erklärt. Gleich ganz oben. Ja. Gut, danke. Johannisbeerschale. Oh, sieht gut aus. Schön, Simone. Danke. So, endlich, Erfrischung ist da. Bei der Hitze kann man einfach nicht mehr machen. Also ich habe auch keine Lust mehr, jetzt groß hier rumzurennen, ehrlich gesagt. Nein, dafür sitzen wir hier in einem historischen Biergarten. Ja, direkt hier an der Burganlage und es ist gemütlich, urig, schön. Ja, und wir sind alle durstig. Was ist denn? Nichts. Sag mal. Jetzt sag doch. So, jetzt haben wir 17:45. Jetzt werden wir hochgescheucht. Vielen Dank an Familie Haas, die diesen Tisch hier um 18 Uhr reserviert hat, aber wir haben vorgesorgt und haben uns einen Tisch da unten, nämlich den da, reservieren lassen, wo wir jetzt hingehen werden, um den Abend ausklingen zu lassen. Eigentlich wollen wir gar nicht mehr aufstehen, aber jetzt müssen wir noch, wo wir noch mal, ne? Ja. Ja, genau. Lecker? Guck mal hin, dass Sie das wissen. Alter, das ist nicht. Und wie ist hier so an dem Tisch? Also, naja, ich habe immer keinen großen Unterschied. Doch, es ist nicht so warm. Es ist kühler, erfrischender, mal was anderes. Schön. Wir sitzen immer noch hier im Hexenhäusle in Nürnberg. Was übrigens so heißt, weil hier in den 60er Jahren eine schrullige ältere Dame gewohnt hat, die von den Kindern für eine Hexe gehalten wurde. Und später, ja, später wurde das dann erst eine Gastronomie, hier ein Biergarten und ein Restaurant. Und ja, wir mussten ja den Platz wechseln, weil wir wurden vertrieben von Familie Haas. Die zeigen wir euch mal. Die waren nämlich so unverschämt und haben unseren Platz Tisch reserviert. Ja. Aber ich muss sagen, hier ist viel schöner. Hier geht nämlich der Wind ein bisschen mehr. Hier ist es ein bisschen angenehmer zum Sitzen. Und ja, wenn der Vlog für euch ein bisschen an Action hat missen lassen. Wir haben Urlaub. Genau, wir haben Urlaub. Es liegt daran, wir haben einfach nicht viel gemacht. Wenn wir irgendwo sind in einer Stadt, dann machen wir auch nicht viel. Gucken wir uns das Nötigste an und dann bleiben wir irgendwo sitzen. So wie hier im Hexenhäusle. Genau. Und noch einmal, wenn Familie Haas dieses Video sieht. Wir zeigen sie noch mal kurz. Also wenn ihr das Video seht, Seht. Dann, oh, ihr auch gleich. Also dann habt ihr sicher daraus gelernt, legt euch nicht mit Familie Becker an. Und das sind nämlich wir.
Und ja, gibt es da noch was zu sagen? Ja, wir sind die Biergarten-Experten, ne? Würde ich sagen. Ja. Sehr gut, also wenn es euch gefallen hat. Hey, das ist mein Teil. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das Video hier ja abonnieren. Und dann könnt ihr uns abonnieren, das Video ja liken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann. Sei einfach ruhig. Tschüss. Müsst ihr das auch nicht groß weiter erzählen. Beautiful boy. Oh my God. The Raptors are shaking.